Ja, hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme Let's Play GTA 5. Geil, ich find's einfach so geil, Hobbys und Zeitvertreibe sind verfügbar, okay. Ich find's einfach so geil in der Welt von GTA hier, wie einfach die ganzen Leute ihr eigenes Ding machen, wie sie alle verschieden aussehen. Die hier raucht zum Beispiel, steht da, quatscht, die hier telefoniert einfach. Wie das alles hier umgesetzt wurde, das ist Hammer. Und hier sieht man auch mal wieder, dass Amerika nicht gerade ein schlankes Land ist. Aha, aber schon geil. So, wir sind jetzt hier mit dem guten Michael, nehme ich an, ausgestattet. Zack. So, wir haben hier gerade... Was? Wieso schreien denn die auf einmal? Verstehe ich ja überhaupt nicht. Was macht die da? Wieso steht die da einfach rum? Steht einfach da am Straßenrand und raucht eine gemütlich. Boah, was ich hier mache? Ich stehe einfach hier so rum. Die ganzen Gebäude, alles schon Hammer gemacht. Also ich bin immer wieder fasziniert von dieser Welt, muss ich ja mal sagen. Würde echt nur noch fehlen, dass man hier alles besichtigen kann, dass man in die großen Gebäude reingehen kann, sich eine Wohnung aussuchen kann, kaufen kann, alles selbst einrichten kann, mit jedem sprechen kann. Hier zum Beispiel, oh, gib mir ein bisschen Geld, ein bisschen Spenden und sonst was. Das wäre alles mal richtig geil. So, gut, da können wir aufs Dach klettern zum Beispiel. Wir können so viel Zeug machen. So, was müssen wir denn als erstes machen? Ich guck mal hier ins Pausenmenü und schauen mal, was wir hier so... Halt, auf die Karte wollte ich. Schauen mal, was wir hier so machen können. So, T, was ist T? Befinden wir uns da gerade? Ne, da befinden uns wir uns doch gar nicht. M, das ist Michaels Haus. Da könnten wir einfach mal hinfahren, oder? Zum Unterschlupf. Uns mal den etwas genauer anschauen. So, warum auch nicht? Michaels Haus konnten wir uns ja noch nicht genauer ansehen. Oh, hier könnten wir uns einen Bus klauen. Was gibt's denn hier für Karren, die hier rumstehen? Ja, suchen wir uns mal was Schickes raus hier. Den Weißen davon kriegen. Wie wär's denn mit dem hier? Etwas Älteres. Zack. So, Jesus. Haben wir uns mal, oh, eine schöne alte Karre besorgt. Sieht mir aus wie so ein Dodge oder so eine sonst was. So, auf jeden Fall ein richtig schönes Gefährt. Damit können wir doch jetzt ein bisschen hier rumfahren und zu unserem Unterschlupf erstmal zurückkehren. Achtung, Bus, Achtung, Bus. Oh, was ist hier rot? Was ist hier rot? Wow. Oh, da rennt jemand davon. Den nieten wir um. Alter. Alter. Zack. Na. Nochmal drauf treten. So. Also, das gibt's denn nicht. Hat der jetzt hier was verloren? Nee, oder? So, gib mir jetzt der scheiß Ding raus. Ich latsche auf dir rum. Der will das Ding nicht rausgeben. Wir haben den doch umgenietet. Eieiei. So. Komisch, dass der das hier nicht... Hm. Echt komisch, dass der da hat nichts fallen lassen. Sehr merkwürdig. Normalerweise müsste der doch jetzt... Oh, was steht da für ein Auto? Das Orange sieht auch nicht schlecht aus. Was tut denn hier so komisch? Tuten. Können wir West Coast? Radio aus? Blue Arc. Worldwide FM. Flylo. Ja, wir dürfen sowieso hier im Let's Play eigentlich nicht so viel mit Radio rumspielen, weil... So ein Radio natürlich gleich wieder Inhalte Drittanbieter und so weiter hervorrufen kann. Deswegen müssen wir da immer ein bisschen vorsichtig sein. Und die Musik ist sowieso so leise, dass wir es kaum verstehen werden. Also ich selber verstehe die Musik kaum. Dann denke ich mal, versteht ihr sie erst recht nicht. Boah, hier ist aber auch ein Verkehr heutzutage. So, wir reihen uns mal direkt hier ein, ohne an der Ampel zu warten. So, wir haben ja Sonderrechte hier. Und dürfen auch über Rot fahren, ganz klar. Selbstverfreilich, Doc. So, und wir schauen uns einfach mal an, was wir so in Michaels Haus vorfinden werden. Bam! Oh, ist noch richtig was zu Schrott gefahren. Tut mir aber leid. Hoho!
Gut, es geht noch weiter hoch. Ja, in dieses Luxusviertel, wo wir vorhin schon mal gewesen sind, wo wir das Auto zurückbringen sollten. So, das war doch hier, ne? Hier ist doch Michaels Anwesen. Achtung, Michael kommt heim. So, das ist Michaels Unterschlupf. Hier kannst du Fahrzeuge speichern, indem du sie in der Garage parkst. Aha. Okay. Das ging bei unserem anderen Heim wohl nicht. In der Garage oder was? Hm, sehr merkwürdig. Brumm. So. Daddy ist zu Hause. Ah, das sieht auch schon leicht demoliert aus hier. Jetzt müssten wir noch die Motorhaube aufmachen können und das Teil reparieren oder so. Das wär's noch. So, ich will mal hier, das Handy? Was haben wir denn hier? So, ach, iPhone. Ach Gott, oh Gott, brauche ich nicht schließen. Ich wollte mal aufs Handy schauen. Na? So, jetzt hier, was haben wir hier? SMS-E-Mail. Wir haben eine E-Mail bekommen. Dr. Friedlander at iFindInfo. Fortschritt und es werden... Was? Fortschritt und es werden Ergebnisse folgen. Hallo Michael, es war schön, Sie gestern zu sehen. Ich möchte betonen, wie wichtig es ist, dass wir die Therapie fortführen. Wir stehen bei Ihrer Behandlung kurz vor einem Durchbruch. Es ist ein faszinierender Prozess. Wenn sie sinnlos und ausbeuterisch erscheint, funktioniert Therapie am besten. Das Leben ist nicht ohne Bedeutung. Sie haben große Schwierigkeiten, aber zusammen können wir sie zu einem wertvollen Mitglied der Gesellschaft machen. Ich empfehle Ihnen weiter, Ihre Medikamente zu nehmen, die Bücher zu lesen, die ich Ihnen gegeben habe, und sich Gedanken darüber zu machen, was der Grund für diese Wutanfälle sein könnte. Wir knacken Sie schon noch, Amigo. Wir stecken zusammen in dieser Sache drin. Wie Sie wissen, macht mir die Zusammenarbeit mit Ihnen viel Spaß. Sie sind ein faszinierender Mensch, Michael. Aber leider ist medizinische Hilfe in diesem Land keine Sache der Wohlfahrt. Daher sehe ich mich gezwungen, meine Tarife wieder zu erhöhen. Ah, ja, ja. Dieses Mal nur um 75%, was mir sehr moderat erscheint, angesichts des Stresses und der Anstrengungen, denen ich während meiner Arbeit ausgesetzt bin. Mit freundlichen Grüßen, Ischia Friedländer. Ja, ja. Komm du mir mal heim, ey. Das ist doch ein Idiot. Da sieht man mal wieder, wie ausbeuterisch die sind. Ach, Therapie, ja, ja. Der wird sich denken, ja, ja, scheiß dir was, ich werde dir heilen. Aber... Gut, Amanda, Michael, du hast diesen Platz gekauft und benutzt ihn nie. Ich habe Schlägehaltung und Ballkontrolle echt verbessert. Trainer nimmt mich sehr hart ran. Aha. Okay. So, können wir mal die Waffe wechseln hier? Ich will nicht mit Pistole rumrennen in unserem Heim, sondern ganz normal. Gut, aber der hat hier eine schöne Küche, muss ich sagen. Alles sehr schön eingerichtet. Oh, guck mal hier. Diese griechische Bauart hier, die Küche, hammergeil. So eine Küche hätte ich auch gern. Wieso steht die da oben auf dem Schrank? Was macht die da? Ey, Trulla. Was machst du da oben und was hat die für eine Riesenuhr? Was macht die? Hä? Ach, sind es irgendwelche Fitnessübungen, von denen ich noch nichts gehört habe, oder? Die ist ja strange drauf, okay. Frau auf dem Schrank. Sehr dicke Rosen. Sind das alles Rosen oder was? Hm. Merkwürdige Blümchen. Zack, aufgemacht. Ja, aber wir haben es hier echt gut, oder? Wir haben hier ein richtig schönes Häuschen mitten in der Stadt. Aber dennoch sehr luxuriös. So, gehen wir ein bisschen planschen. Ah, da sieht man mal, wir können auch schwimmen. So, Abfrischung gut. Das Wasser sieht auch gut aus. So, dann spazieren wir mal nass hier in unsere Bude rein. So, die eine lassen wir mal sein. Was haben wir hier? Wieso stehen die hier alle auf den Möbeln rum? Die auch. Die steht auf dem Sofa. Drücke, um dich aufs Sofa zu setzen. Was machst du denn da? Hey, Tochter, Weib, was machst du da? Die hat ihr Handy in der Hand. Das steckt in der Hand drin. Guck mal, das, oh, das sieht schmerzhaft aus. Aua. Okay, wir hauen uns erstmal aufs Sofa. Bleibst halt da stehen. Drücke, um fernzusehen. Drücke, um zu rauchen. Ja, rauchen wir mal eine. Das ist gut. Mit Fernsehen möchte ich mich auch ein bisschen zurückhalten. Hier wegen Inhalt, Drittanbieter und so weiter und so fort. Deshalb werden wir da ein bisschen zurückhaltend sein. Ja, es ist halt das Let's Play. Deshalb muss man da ein bisschen zurückhaltend sein. Gut. Ah.
Einige Rauch, das tut mal gut. So, können wir jetzt. Reicht mir schon. Wo müssen du dir denn weggeschnippt? Haha, geil. So, ja, drück mal aus. Hat zuerst mal einen Zug genommen, Hauptsache mal eine gezogen. So, tun wir mal ein bisschen Fernsehen. Gucken wir mal, was da. Wow. Um den Kanal zu wechseln. So, was kommt denn hier? Schauen wir mal kurz durch. Irgendeine Quizshow. Ja, irgendwas. Um zu rauchen. Okay. Gut, wieder die Musiksendung. Wir stehen mal auf hier. Zack. Haben genug geschaut. Das ist ein Beamer, kein Fernseher, ne, den er hat. Okay. Gehen wir mal nach oben schauen. Ach so, ja, was? Wegen Wohnen? Was? Wollten die gerade schon wieder? Ich habe jetzt nichts verstanden. Gehen wir mal hier hochschauen. So, das müsste doch das Zimmer der Tochter sein, oder? Oh Gott. Ist ja alles pink. Oh Gott, typisches Tochterzimmer. Nix hier raus. Batsch. Wo ist dieses Männerzimmer? Der muss auch ein Männerzimmer haben. Was sind hier für Zimmer? Das Tochter des Jungen bestimmt. Ach, das Bad sieht aber auch sehr schick aus. Ah, sogar mit Spiegelbild. Schönes großes Badfenster, schöne Aussicht. Luxuriös, luxuriös. Geh mal da rein. Was? No entry. Ja. Ich bin der Vater. Ich darf hier rein. Um mal an Jimmys Bong zu ziehen. Haha, geil. Wow. Was ist denn der hier für eine. Wow. Alles abgedunkelt hier. Typisch Junge. Gitarre steht da hinten dran. Der PC ist da. Können wir Gitarre spielen? Oh. Einfach mal die Gitarre getreten. Auch umgeflogen. Die macht sogar Geräusche. Das finde ich ja geil. Schade, dass wir die Gardinen nicht aufziehen können, dass wir hier mehr machen können. Aber wir können mal an der Bong ziehen. Das können wir mal machen. Geil. Sohnemanns Bong, die wird mal ordentlich durchgezogen. Habt ihr schon mal sowas gemacht? Ich glaube, es hat mittlerweile zumindest jeder mal ausprobiert. wie ihr schaut, geil. What is wrong with me? What is it wrong with me? I'm entirely wrong. Entirely wrong. Oh man, I gotta stop smoking that. Oh, the little room. Was? Drücke, um an Jimmys Bong. Drücke, um mit diesem Computer im Internet zu surfen. Ah, mit dem da. Okay. Ne, wir wollen ja gerade nicht hier im Internet surfen. Warum auch? Sehe ich gerade noch keinen Sinn. Wir wollen ja Spannenderes machen. So, gehen wir mal wieder raus. Okay, die Hütte kennen wir jetzt teilweise. Was haben wir hier drin? Da ist aufgelascht. Wow. Um das Spiel zu speichern. Ja, gut, das können wir hier machen. Können wir aber auch übers Handy machen. Ach, das ist die Frau, die unten in der Küche auf dem Tresen gestanden ist. Sieht mir so aus. Was haben wir hier eigentlich? Ich will herein, das ist mein Haus. Geht nicht. Schade. Gut. Ja, dann würde ich sagen, Wutsch sagen. Zack, was ist jetzt los? Vater und Sohn. Chillin', chillin', chillin'. Der genießt das Leben. What do you want? Man, I'll come by for that drink you offered, that's all. I wasn't really serious about that. What? You're here, whatever. Sit. You're not gonna rob me again.
Herr Franklin? That was just a repossession. Okay. You call it whatever you want to call it. I really don't care. What can I do for you? Shit, I just came by to see if there's something I can help you with. I see you doing well for yourself. Look, I'm retired. Ain't you a bit young for the pipe, slippers, and staring at a fucking sunset? You know, I've been in this game for a lot of years, and I got out alive. That makes me the right age. You look like a good kid. If you want my advice, give the shit up. You work hard, screw over everybody that you love. Hurt, rob, kill indiscriminately, and maybe, just maybe if you're lucky, you become a three-bit gangster. It's bullshit. Go to college. Then you can rip people off and get paid for it. It's called capitalism. So what I saw the other day was like when a corpse briefly reanimates itself and terrorizes everyone, right? What you saw the other day was a guy dealing with pests. I guess I never saw myself as just a fucking pest. Well, and today's lesson's all about humility. Tomorrow we'll try a training montage. A training what? Nothing. I was just lost in an 80s movie fantasy. Yeah, I can see you spend a lot of time there. As much as I can. So that's why you're here in Vinewood then, right? Maybe I'm here because I'm just an idiot who thinks that imported palm trees are a good substitute for not really knowing what the fuck you're doing on this earth. Jesus, man. You a good time, you know that? I tell you what. Least I can do is buy you that beer. There's a little bar I like. It's not too far from here. Let's go. All right, man. I'm following you. Let's take Amanda's car. Ah, okay. Jetzt gehen sie in die Bar. Nehmen wir Amanda's car. So, eingehen, Anruf, Jimmy. I mean, our boat going down the Western Highway. It's been stolen. What? The yacht's been stolen? I was trying to sell it. I know you didn't want it sold, but I need money, and they don't want to buy it. They just want to take it. I'm hiding in the head. You're insane. All right, I'm coming for my boat. All righty then. Change of plans. Gott, nur Ärger mit dem. I do what I can to help with that, man. Steig in Amandas Auto. Oh Mann, der Sohn ist doch echt ein Trottel. So, das ist Amandas Auto. Wow, die hat ja ein schöneres wie wir.